Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. In Teil 2 unserer Serie zum Thema Nachtarbeit geht es heute um weitere wichtige Grundlagen. Wir hatten ja in Teil 1 uns mit dem Arbeitszeitgesetz, was über allem schwebt, was immer beachtet werden muss, beschäftigt und beschäftigen uns heute mit dem Arbeitsvertrag, dem Tarifvertrag und der Betriebsvereinbarung, die häufig Regelungen enthalten und das Arbeitszeitgesetz insofern oft erweitern sogar, dass halt bestimmte Regelungen erleichtert Anwendung finden, beziehungsweise für die Arbeitnehmer sogar bessere Regelungen getroffen werden. Nachteilige Regelungen findet man eher selten. Wenn man sie doch findet, sind sie meistens unwirksam, denn der bis auf Tarifverträge für die Öffnungen da sind, ist das doch in der Regel vom Arbeitgeber einzuhalten. Und im Betriebsrat, der schlechtere Regelungen als das Arbeitszeitgesetz zum Thema Nachtarbeit aushandelt, dem muss man natürlich mal die Ohren langziehen. Ja, da muss man bei der Wahl mal überlegen, was man da gewählt hat, weil das in der Regel, das sind ja arbeitsmedizinische Grundlagen hier, die auf denen das Arbeitszeitgesetz beruht, und wer davon negativ irgendwie abweicht, also da würde ich jetzt die Welt nicht mehr verstehen. Ja? Gut, also fangen wir an mit dem Arbeitsvertrag. Wenn Sie in einem Arbeitsvertrag Regelungen zur Arbeitszeit haben und insbesondere auch zur Nachtarbeit, ist das häufig nur so eine allgemeine Regelung. Der Arbeitnehmer ist auch zum Wechseldienst, ja, zum Schichtdienst beziehungsweise sogar auch zur Nachtarbeit verpflichtet, dass der Arbeitgeber sich da absichert. Ja, da Sie bei der Arbeitszeit ohnehin als der Arbeitgeber ein sehr weites Weisungsrecht hat, muss das gar nicht unbedingt im Arbeitsvertrag drinstehen, insbesondere wenn es betriebsüblich ist. Sie haben, nachdem Sie das Arbeitszeitgesetz sich angeguckt haben, gucken Sie aber immer auch nochmal in Ihren Arbeitsvertrag, wenn Sie wissen wollen, was für Sie gilt, ob da irgendwelche Regelungen sind, und haben immer im Hintergrund, wenn die zum Ihrem Nachteil, also zum Nachteil des Arbeitnehmers abweichen vom Arbeitszeitgesetz, dann ist das wahrscheinlich unwirksam. Dann gibt es Tarifverträge. In den Tarifverträgen kann durchaus im Arbeitszeitraum etwas anderes geregelt werden, also der Beginn von Nachtschichten und so weiter, Ausgleichszeiträume und so, das kann da anders geregelt sein, das muss man sich im Detail angucken. Also ein Tarifvertrag, der andere Regelungen enthält, kann man nicht so automatisch sagen, die sind wahrscheinlich unwirksam. Ja, im Tarifvertrag können Regelungen auch wirksam sein, muss man sich ein bisschen genauer angucken, und in der Regel die Tarifvertragsparteien, die gucken da auch schon ein bisschen genauer ins Gesetz. Ja, also dass diese Regelungen unwirksam sind, ist eher selten, es sei denn, Ihr Arbeitsvertrag nimmt auf irgendeinen alten Tarifvertrag Bezug, den es gar nicht mehr gibt oder gar nicht mehr gilt, und dadurch gilt dann dieser Tarifvertrag. Da muss man dann aber auch wieder gucken, ob da nicht diese Regelungen unwirksam sind, weil sie gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen. In der Regel ja, ist das dann so. Ja? Also, Tarifvertragregelungen häufig kann allerdings ein bisschen anders geregelt sein als im Gesetz, aber in der Regel ist es dann für die Arbeitnehmer eher ein bisschen besser. Bei Betriebsvereinbarungen müssen Sie wiederum ein bisschen aufpassen. Da kommt es wieder auf den Betriebsrat an. Also Sie haben in dem Bereich sehr, sehr häufig Betriebsvereinbarungen, und es kann aber durch eine Betriebsvereinbarung hier nicht ohne weiteres von den Vorschriften für die Nachtarbeit zum Nachteil des Arbeitnehmers abgewichen werden. In der Regel finden Sie in der Betriebsvereinbarung eher so Konkretisierungen oder Verbesserungen für die Arbeitnehmer und auch Regelungen, wie die verteilt wird und so weiter. Aber wie gesagt, das muss im Prinzip, wenn Sie eine Betriebsvereinbarung haben, die Ihnen nicht gefällt, die im Widerspruch zum Arbeitszeitgesetz steht, können Sie da immer sich ganz gut gegen wehren, abgesehen davon, dass Sie mit Ihrem Betriebsrat dann ein ernstes Wort reden müssten. Ich fasse nochmal zusammen, wer wissen will, was bei ihm Sache ist, der muss gucken in die gesetzlichen Definitionen im Arbeitszeitgesetz, in seinen Arbeitsvertrag, in einen eventuell anwendbaren Tarifvertrag, ob es den gibt, wissen wir nicht, und in eine eventuell einschlägige Betriebsvereinbarung, ob es die gibt, wissen wir auch nicht. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, wird es wahrscheinlich keine Betriebsvereinbarung geben. Kann natürlich sein, dass noch irgendwelche alten Dinger im Unternehmen weiter einfach angewandt werden, haben wir auch relativ häufig, oder dass dann irgendwie Arbeitsverträge in Bezug genommen wird, aber muss man dann gucken. Aber wenn kein Betriebsrat da ist, wird es vielleicht keine geben. Wenn ein Betriebsrat da ist, dann müsste es eigentlich eine geben, oder muss dem Betriebsrat mal sagen, kümmere dich da mal drum, denn das ist schon sinnvoll, zu dem Thema bei Schichtdienst und Nachtarbeit irgendwie eine Betriebsvereinbarung zu machen, und wird auch meistens von den Betriebsräten gemacht. Ja, dann kann es immer noch sein, dass weitere, bisschen schwammigere Grundsätze eine Rolle spielen,
Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz, ja, der Arbeitgeber darf nicht willkürlich für einzelne Arbeitnehmer quasi als Strafe irgendwie immer Nachtschichten anordnen und die anderen arbeiten schön am Tag. Ja, umgekehrt, wenn jemand Nachtschicht auch mal machen will, weil es zum Beispiel mehr Geld gibt, dann muss der Arbeitgeber da auch wieder den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. Da muss man ein bisschen gucken. Ja, Willkürverbot gilt auch. Maßregelungsverbot, also der Arbeitgeber darf nicht bestrafen nach dem Motto, der eine macht hier Urlaubsansprüche geltend oder macht seine Rechte geltend und ab jetzt muss er nur noch Nachtschicht machen. Sowas geht alles nicht. Ja? Das sind so insgesamt die Rahmenregelungen, die bei der Nachtschicht zu beachten sind. Kleiner Tipp für die Arbeitnehmer am Rande, nicht einfach irgendwas verweigern, im Zweifel immer unter Vorbehalt erstmal machen. Ja, also die Nachtschicht machen, dann zum Anwalt und klären lassen, ob die Anweisung rechtens ist. Und man kann dann auch im Nachgang noch klären lassen für die Zukunft, dass bestimmte Anweisungen nicht befolgt werden müssen. Außerdem auch nicht den Arbeitgeber einfach anzeigen bei Verstößen, sondern erst rechtlichen Rat einholen. Wir hatten gerade eine kleine Thematik Whistleblower hier, ein paar Beiträge. Da wissen Sie ja, selbst wenn im Betrieb was nicht richtig läuft, mit Anzeigen nach außen muss man immer vorsichtig sein. Also immer lieber erstmal rechtlichen Rat dazu einholen. Soweit also, sind wir in Teil 2, die zu den Grundlagen. In Teil 3 wird es dann beim Thema Nachtarbeit um die maximale Dauer der Nachtarbeit pro Schicht gehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich freue mich über Daumen hoch und tschüss, bis zum nächsten Mal.